Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobanka. Weiter geht's mit den Bsadi und wir schauen auf die Mega-Schiffswerft des Sintomoroi Collectives. Und das Ding probiert immer wieder, kleine Schiffe rauszuschmeißen, aber ja, unsere Flotte steht hier vor, also da ist keine Chance für die Jungs. Und nicht nur unsere Flotte, sondern ich glaube, das sind die Track Potions. Nee, das sind die anderen. Das sind die Belmarcosa. Die sind auch noch da. Also, herzlich willkommen zur neuen Staffel Stellaris. Wieder, ich sag's jetzt ein paar Mal am Anfang, also von heute bis nächste Woche Dienstag, 6 Folgen am Stück. Danach wechselt es wieder auf Phoenix Point und das geht immer so weiter. So, wir haben diesen Krieg eigentlich beendet. Ihr erinnert euch, wir haben immer noch hier ein minus 9, weil wir angeblich ein System und einen Planeten nicht besetzt haben. Ich gestehe, beziehungsweise nee, ich muss überhaupt nichts gestehen, ich habe gesucht, 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 ich habe es nicht gefunden. Aber das ist letztlich kein Problem, denn wir können einfach den Status Quo verhandeln. Weil wir bekommen ja beim Status Quo alles das, was wir besetzt haben, bekommen wir dann insofern ist das jetzt wurscht. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ich habe probiert, auf der Suche nach diesem System, habe ich probiert über die... Moment, das zeige ich euch einmal. Über die Anspruchsliste. Ich habe also hier der Reihe nach teilweise Ansprüche weggeklickt. Und das hier war dann nochmal da. Und ich habe gemerkt, dass das diese Sache überhaupt nicht ändert. Also es hat nichts geändert, die Ansprüche im Nachhinein wegzunehmen. Hat diesen Wert hier, fordert unbesetzte Systeme und so weiter, überhaupt nicht geändert. Und auch nicht hier diese Geschichte. Systeme, die man fordert, 29 und Planeten 44, das hat sich nicht geändert, wenn ich im Anschluss, also im Nachhinein, diese Ansprüche rausgenommen habe. Insofern ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass dieses Utlak-System hier in irgendeiner Form damit dazugehört und wir diese Planeten der Ikazuri Trade Union nicht besetzt haben, weil wir eigentlich mit denen auch gar nicht im Krieg sind. Aber ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall werden wir jetzt den Status Quo verhandeln. Kriegsziele werden dann ignoriert und beide Seiten übernehmen bereits besetzte Ansprüche. Ich weiß nicht, ob wir da ein paar Punkte weniger bekommen oder sowas, aber wir machen das mal so. Und werden selbstverständlich hier mit Ja stimmen. Ja, die Track Potions haben auch schon mit Ja gestimmt. Die sind alle gut dabei. Und das wird jetzt laufen, nehme ich mal stark an. Wenn das Spiel denn weiterläuft. Ach, es tut mir leid, liebe Leute, das ist ja nicht zu fassen. Aber gut, das sind immer diese großen, da schauen Sie mal, das Kommandant Union braucht Zeit zur Erholung. Wir haben zugestimmt, unseren Konflikt hier und jetzt zu beenden. Fürs Erste werden wir das akzeptieren. Und das ist das Ende der Komatani Unity. Die Sternnation, die früher als Komatani Unity bekannt war, wurde von seinen Feinden zerstört. Wie dies das politische Klima der Galaxis beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Und ihr seht, ach, guckt da mal. Ikazuri Trade Union. Nee. Sintomoroi. Ja, ist tatsächlich dieses Utlak gewesen. Warum? Jetzt können wir nochmal schauen, wo hier... Das Collective. Das Ding hatten wir nicht besetzt. Ich bin mir relativ sicher, dass wir es hatten. Aber gut. Das soll die Ikazuri Trade Union sich mal einverleiben hier. Und dann ist das gut. So, jetzt haben wir aber direkt einige Probleme. Das sind noch die Flottenkampfstatistiken von dieser Mega-Schiffswerft. Sklavenmarkt ist okay, Forschungsabkommen interessiert uns auch erstmal nicht. Wir haben jetzt 40 neue Planeten und 28 neue Systeme. Das heißt, wir sind jetzt im Reichsausbreitungslimit wieder, ja, 300 und ein paar zerquetschte über unserem Limit. Wir haben eindeutig zu viele von den Sternenbasen.
44 statt 36. Das wird uns also jetzt alles ein bisschen umbringen, aber das können wir ja direkt mal bearbeiten. Also als erstes, ich denke mal, so 8 Dinger wegzuschmeißen, sollte nicht das Problem sein. Und wir brauchen, jetzt gucken wir noch einmal, ob es hier irgendwelche, es gibt glaube ich keinerlei Sternentore. Hier gibt es ein Sternentor oder Wurmlöcher. Das hatten wir ja schon mal gesagt. Hier ist dieses Sternentor, das direkt zu den Bavir Restorers geht. Da sollten wir drauf aufpassen. Ich schicke mal direkt unsere 100.000er Flotte mal nach Esmike. Ich glaube, auf Esmike, das gehörte uns ja schon, sollten wir an der Station, na, da sind jetzt gerade nur Ankerplätze. Aber haben wir hier, ja, wir haben Besatzungsquartiere, haben wir da. Okay, dann würde ich das Ding schon direkt mal verbessern auf eine Zitadelle. Denn das wird ein Verteidigungsknotenpunkt werden. Aber wir können hier unten mal gucken. Zum einen möchte ich gerne mal gucken, ich müsste mal einen Forscher mir anschauen. Irgendeinen, der gerade eigentlich die Forschung unterstützt. Ich will nur sehen, ob wir hier noch... Nee, die sind alle schon ausgegraben hier, die Archäologie-Sachen. Na? Ja. Das ist alles durch. Ja, ist alles durch. Okay. Dann brauchen wir da keine Forscher, dann kannst du schön weiter die Forschung da oben unterstützen. Das heißt aber, wir brauchen doch hier, glaube ich, keine Sternenbasen. Das haben wir hier, zwei so eine Dinger, die stufen wir herab. Sternenhafen ist ja nicht so schlimm, oder? Ja, das sind dann 43 schon mal. So, und das gleiche machen wir jetzt hier in beiden Gegenden. Vastamoor, schauen wir uns auch mal an. Achso, nee, das ist gar keine. Doch, das scheint auch eine Station zu sein. Wartet mal. Steht aber nur Sternenhafen. Okay. Tuban, Yilis. Dann machen wir in Philamir weiter. Hier haben wir zwei Ankerplätze und Besatzungsquartiere. Wir nehmen es trotzdem raus. Jetzt sollten wir bei 42 sein. Gilprim. Ja, ist auch nochmal ein Ankerplatz. Aber komm. So, dann sind wir schon mal bei 41. Dorken. Auch ein Ankerplatz. Guck mich nochmal ein bisschen um, was wir hier unten noch so haben. Also Azeroth sollten wir richtig aufbauen, weil jetzt haben wir hier eigentlich nichts mehr. Wir haben hier dieses ganze System, hat hier den Knotenpunkt und ansonsten kommt man da nicht rein. Das ist eigentlich ziemlich cool. Hier ist nur Kriegsgerät, das stufen wir auch gleich ab. Dann sind wir bei 40. So, noch 4 wegschmeißen. Nordark, was ist hier? Kriegsgerät, runter, weg damit. 39. Grindhurst. Ankerplätze. Wir gucken mal erstmal, ob wir irgendwo nur Kriegsgerät rumliegen haben. Screeching Abyss. Das könnte man jetzt allerdings, das ist ein schwarzes Loch hier, richtig? Dann könnten wir hier mal schauen. Ich meine, die Geschützbatterien brauchen wir definitiv nicht, aber wir können ein schwarzes Loch-Observatorium machen. Bringt uns ordentlich Physikforschung. Sollten wir das mal vielleicht behalten. Das brauchen wir eigentlich nicht. Könnten wir dann auf Schiffswerften oder Ankerplätze ach komm, das machen wir direkt auf Ankerplätze umbauen. Und das Ding auch. Wenn bis dahin eine feindliche Flotte gekommen ist, dann haben wir eh ein Problem. Da hilft die eine Geschützbatterie hilft dann auch nichts mehr. So, schauen wir hier oben nochmal. Hier ist ja eigentlich auch kein Durchkommen. Also hier, das... Nee, Quatsch, Kormassa. Warte mal. Tunobo ist riesig. Die ganzen sind eigentlich völlig abseits von Gut und Böse. Brauchen wir die? Die sind halt ein bisschen größer. 3 Ankerplätze, da könnten auch noch mehr ran. Viriak, auch 3 Ankerplätze, ist auch schon aufgerüstet. Yagin, ja, weg damit.
So, dann sind wir bei 38, zwei noch. Tuban. Ankerplätze. Also wir haben jetzt wieder tatsächlich 400 Platz. Das ist schon ziemlich cool. Wo haben wir denn noch richtigen Kleinscheiß irgendwo? Hier vielleicht. Nee, das haben wir schon geguckt, ne? Yagin? Nee, das brauchen wir. Ach so, nee, das ist auch gar keine. Nee. Abeschott. Jawohl. Weg damit. Und eine noch, mindestens. Gehen wir nochmal hier unten rein. Was ist in Kalam? Ein Handelsknoten. Na, nach Handelsknoten sollten wir nochmal schauen. Eigentlich. Ja, kommt, dann nehmen wir hier noch eine weg von denen, die auch Ankerplätze hat. Das ist eine kleine mit Ankerplätzen. Das kommt nochmal weg. Und dann sollten wir wieder auf 36 sein. Dann schauen wir doch mal ganz kurz, beziehungsweise ich gehe mal einmal ganz schnell, so schnell es geht, durch diese Dinger durch. Beziehungsweise ich gucke mal einmal, ob ich. Was denn jetzt schon wieder, mein Junge? Das ist echt zu krass. Manchmal die Performance. Okay, aber ihr seht, was hier passiert, ja? Minus 545 bei der Energie, minus 329, minus 32 bei den Konsumgütern. Wir müssen uns wirklich auf den Welten hier jetzt nochmal ein bisschen umgucken. Planetare Hauptstadt können wir auch schon mal auf jeden Fall machen. Ich suche jetzt aber erstmal nach unseren Verwaltungsgebäuden. Na gut, planetare Hauptstadt machen wir immer, wenn es geht. Die Verwaltungsgebäude sind schon ausgerüstet. Da ist nochmal. Ah, die Habitable Section hat schon mal was Großes. So, hier können wir natürlich auch alles verbessern, verbessern. Hier haben wir schon mal den ersten Verwaltungsbereich. Da wollen wir nochmal ein bisschen reinschauen weiter. Dexalon kriegt eine neue Hauptstadt. Was ist jetzt? Jetzt haben wir kein. Au, wir haben überhaupt keine Mineralien mehr. Okay. Ja, das war vielleicht eine doofe Idee. Fällt mir gerade auf. Wir haben sogar minus 4 flüchtige Teilchen, exotische Gase. Also diese ganzen neuen Systeme, das wird jetzt eine Weile brauchen, bis wir das umgebaut haben. Aber gut, wir sind am Anfang einer Staffel, da darf man auch ein bisschen umbauen. Und ich nehme euch auch nicht wieder mit auf alles. Aber ein bisschen schon. Das Ding ist jetzt auch, wir haben natürlich hier auch, gut, Orbitalhabitate muss ich jetzt nicht unbedingt besiedeln. Na, das ist auch Orbitalhabitat, aber hier zum Beispiel eine Präriewelt mit 24, die können wir da eigentlich nicht so stehen lassen. Sumpfwelt mit 17, Habitat, Habitat, boreale Welt mit 19. Ich schaue mal ganz kurz auf den Markt, einmal kurz. Wie teuer diese Dinger sind. 2,36 ist ja erstaunlich. Also was wir auf jeden Fall gerade genug haben, ist Nahrung. Das ist aber spottbillig, wenn wir das verkloppen. Wir könnten uns sogar ein paar Legierungen erlauben zu verhökern. Für 3,10. Ich verkaufe mal ein paar Legierungen und kaufe mal ein paar davon. Aber das wird auch jetzt schnell nach unten gehen hier, ne? Minus 30.000 für 10.000 Mineralien. Machen wir 5.000, die ich mir kaufe. Und dann müssen wir als allererste Sparmaßnahme unsere Schiffe definitiv dahin bringen, wo sie nichts kosten. Hier zum Beispiel sollte das eigentlich schon gehen. Ich werde die mal auswählen und hier nochmal hoffentlich an die richtige Station bringen. Dann würde ich dich gerne zumindest mal, die schicken wir mal hier nach Kormassa. Nein, nein, nein. Du solltest jumpen. Jawohl. Dann nach Kormassa fahren. Okay, wo haben wir noch große Teile? Hier. Müsst auch zurück. Also bitte einmal nach Tunobo. Und dann eigentlich nach Bsaad. Wir können nicht überall hier. Ah, ihr könnt hier jetzt über den. Das ist das Sternentor, was wir gerade gebaut haben. Das ist natürlich cool. Sehen wir das gleich mal in Aktion.
Aber das dürfen wir gar nicht lange laufen lassen hier, weil das ist ja furchtbar. Also, einmal kurz aufs Handelsnetz geschaut. Da ist noch gar nichts verbunden. Das heißt, wir sollten eine dieser Stationen, wie sieht es denn aus mit dem Handel hier überhaupt? 7, das ist jetzt gar nicht so krass, ne? 7, 2, 2, 3 und so weiter. Aber gut, diese Orte werden auch alle was haben. Obwohl, nee, momentan ist... Ah, Plov. Mit 72, das ist noch nicht verbunden. Halt, das wollte ich nicht. Nochmal aufs Handelsnetz, bitte. Also, Plov sollten wir auf jeden Fall verbinden. Da ist nichts erstmal. Da sind es 9. Da ist 0, da ist 0, da ist 0. Allerdings, wahrscheinlich haben wir da halt auch keine Ankerplätze und so weiter. Aber dass Plov 72 hat, ist ja schon mal krass. Dann schicken wir das einfach nach Azov, würde ich sagen. Schauen mal, wie viel davon bald ankommt. Und dann schicken wir aber hier trotzdem, wenn ich das auch da hochschicke, ist das dann mit verbunden vielleicht. Wir verbinden die jetzt alle mit ja, Nil nochmal da hoch und dann machen wir hier die Kleinen darüber jeweils und die bringen das dann auch dahin. Obwohl, dann könnt ihr auch direkt dahin fliegen. Okay, damit ist das schon mal angebunden. Aber wir haben hier nicht so wahnsinnig viel Zeug. Die sind auch noch nicht angebunden, aber die haben auch nichts. Doch, 43. Das ist ganz schön weit weg alles. Also gut, ihr könnt nach Tunobo. Genauso auch ihr. Ihr habt jetzt noch nichts, ihr bringt es auch nach Tunobo. Und ihr macht es vielleicht... Na, das könnt ihr einfach nach Kodria... Na, da ist nichts. Kodria nach Dwumgar... Und ihr nach da. Dann schauen wir mal. Da müssen wir pirateriemäßig ein bisschen aufpassen. Das wird wahrscheinlich ganz schön krass werden hier jetzt erstmal. Okay, vielleicht bringt das schon mal ein bisschen was an Energiecredits mit dazu. Ich gucke jetzt noch einmal groß drauf. Aber es sollte erstmal alles stimmen. Dann schauen wir doch mal auf die Planeten und fangen mal an mit den Komatani. Ich gehe ja mal stark davon aus, dass wir hier wieder säubern, ne? Ja. Also, das wird hier alles leer sein. Und das bedeutet, dass wir diese ganzen Gebäude eigentlich auch alle nicht brauchen. Dass wir sowieso diese Raffineriestationen eigentlich gar nicht brauchen. Aufwerten wollen wir das nicht. Die werden alle abhauen. Das heißt, wir müssen wieder abreißen, liebe Leute. So, wie machen wir das jetzt taktisch am besten? Was heißt taktisch? Also ich meine einfach organisatorisch am besten. Dressel ist unsers. Dann fangen wir noch hier oben an. Oberschott. In Oberschott haben wir Kutell. Da ist überhaupt nichts drauf los. 5 Leute werden hier weggeschmissen. Ja, aber wir bezahlen ja auch nichts extra. Wir können hier was bauen, aber... und es gibt überhaupt keine Jobs außer den einen Verwalter. Ja gut. Also ausbauen mache ich später, einfach aufgrund der wahnsinnig niedrigen Mineralienlage. Kodria, da haben wir gleich 4 davon, von diesen Dingern. Ey. Da ist auch nichts abzureißen. Die haben ja alles Mögliche frisch. Ja, das kostet einfach jetzt eine Weile lang ganz schön viel, um diese Leute hier einfach loszuwerden. Ne? So, hier könnten wir abreißen und das werden wir machen, weil wir werden sowieso, also ja, ich reiße das jetzt erstmal ab, obwohl, wartet mal, das Energienetz, naja, es arbeitet eh keiner hier. Minus 15 verfügbare Jobs. Ich verstehe es nicht ganz, was minus 15 heißen soll. Es könnte doch jemand hier arbeiten. Jobs für Unerwünschter, 22, deswegen minus 15, oder was? Naja, wir schauen mal, ob sich jetzt unsere Komatani-Freunde hier, Quatsch, unsere Psadis, ob die sich jetzt hier niederlassen, um Spaß bei der Säuberung zu haben. Also, na gut, komm, dann ich reiß das jetzt auch ab. Ich glaube, es bringt uns momentan überhaupt keine Punkte und es kostet nur. Wir könnten sogar Distrikte abreißen, aber ich, na doch, die kosten auch Unterhalt.
Können wir das abreißen eigentlich? Abreißen. Minus 2. Na los. Die werden hier sauer werden, aber dann reißen wir auf jeden Fall 2 dieser Blöcke ab. Wir brauchen jetzt die Kohle. Also jetzt gehe ich noch einmal hier durch. Da ist nichts, da ist nichts. Da kommt der Handelsdistrikt auch weg. Wir reißen alles ab. Ja, vielleicht muss ich das doch ohne euch machen, wa? Das dauert ja alles. Auf der anderen Seite ist das das Ding des, des Krieges. So, 1-2. Wir gehen nach Tuban. Sehen da schon mal unsere Armee, die wir zurückschicken nach, wo sie immer hingehört, nach Reak. Auch die fliegt jetzt teilweise. Wir brauchen auch noch ein weiteres Sternentor. Auf jeden Fall hier bei der Mega-Schiffswerft, würde ich sagen. So, Tuban. Fangen wir oben an. Magan. Boah, ist das krass, ne? Immer diese Sachen abreißen. Aber gut, wir brauchen es eindeutig jetzt, wenn wir da oben hinschauen. Die reißen das alles ab. Alles immer bis auf einen Wohndistrikt. Damit die Leute wissen, ihr dürft hier gerne hin. Das kommt weg. Das kommt weg. Und das kommt weg. Ja, 34. Wahnsinn. Also, man muss schon sagen, dass natürlich, also das ist ja die schlimmste Art einer Kriegsübernahme, die man sich vorstellen kann, ne? Also, da wird man komplett erobert und dann kommen die Leute und sagen, ihr dürft hier nicht mehr wohnen, haut mal ab, ihr werdet jetzt gesäubert und, ach übrigens, alle eure Gebäude reißen wir ab. Na gut, also, liebe Leute, ich mache das jetzt noch ein bisschen weiter. Obwohl, wisst ihr was? Entschuldigung, aber ich sehe gerade, wir haben jetzt ja auch schon wieder 22 Minuten aufgenommen. Ich weiß, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber so ist das. Also insofern, ich werde diese Folge hier zu Ende machen mit euch jetzt hier. Und dann bis zur nächsten Folge, habe ich jetzt hier alles, jawohl, bis zur nächsten Folge etwas mehr abgerissen haben. Und oh, schaut euch das Ding an. Boah, das tut einem aber auch ein bisschen in der Seele weh. 114 Bewohner, 114 Komatani sind hier. 3 Landwirtschaftsdistrikte, 6 Bergbaudistrikte, 4 Generatoren, 4 Stadtdistrikte, haufenweise Legierungsgießereien. Und nichts davon können wir so wirklich gebrauchen. Es ist natürlich auch die Frage, obwohl, nee, Kontinental dürfte auch für uns super sein. Aber wir müssen trotzdem, wir müssen das alles hier abreißen. Ich würde so gerne mit Shift alles markieren, aber das geht nicht. Also das sind einfach... Nein, bist du wahnsinnig. Erst upgraden und dann abreißen, oder was? Boah, also stellt euch das... Also gut, okay, es sind ja Komatani, ne? Es sind ja die Leute, die das jetzt am wenigsten mitkriegen. Was? Ich will euch nicht. Wir priorisieren den Job unerwünschter. Das ist doch auch was. Ja, aber also ich meine, mit diesen Werten können wir ja nicht weitermachen. Und wir brauchen auf jeden Fall was gegen die Reichsausbreitung. Aber ich würde sagen, wir behalten... Nein. Was? Zurückbauen? Abreißen, habe ich doch gesagt. Ach so, hier müssen wir erst zurückbauen und dann abreißen. Na gut. Es kommt alles weg, bis auf die Hauptstadt. Boah, ist das krass. Na gut. Hier, 24 Komatani. Also, weg damit. Wir brauchen wirklich keine neuen Planeten, liebe Freunde. Wir können natürlich wieder gucken, ob wir jetzt doch an diesen Orten wieder Roboterfabriken bauen. Aber auch das können wir jetzt gerade nicht gucken. Ja, das kommt auch noch weg. So, also, Tuban haben wir noch zusammen gemacht. Und aufgrund dessen, dass wir jetzt, ich schau mal ganz kurz, es geht noch einen Monat, aber ich lasse mal einen Monat laufen. Wirtschaftspakt gebrochen. Die Julau mit uns. Ja, das können wir jetzt noch mal gucken. Also ich mache das hier später alleine weiter.
Aber jetzt bei den Julau mal zu schauen, was die von uns halten. Sie sind immer noch freundlich, aber naja, die Welt zerbrochen haben wir jetzt nicht gegen den Beschluss. Wir waren gegen irgendein wir sind Bedrohung. Das ist jetzt das große Problem für sie. 132 Minuspunkte, weil wir eine Bedrohung für sie sind. Das wollen wir natürlich eigentlich nicht. Kriegserklärung. Ach, ihr wollt schon wieder gegen die, ne? Nee, machen wir nicht. Da oben. Sind wir jetzt einen Monat später? Ja, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Oder sind wir noch keinen Monat später? Minus 517, minus 339, minus 8. Auf jeden Fall sind die Zivilgüter etwas besser geworden. Aber ich glaube ansonsten, nee, halt, ich war erst in, wo willst du mir jetzt hin? Erst in Tunis, Tuban. Also Yilis ist das nächste. Okay, also liebe Leute, da das jetzt so knapp vor Schluss ist, wir sind schon wieder im Plus mit den Mineralien. Jetzt sind wir im neuen Monat, alles klar. Wir sind im Plus mit den Konsumgütern, im Plus mit den Mineralien. Energiecredits noch minus 423, aber das ist in Ordnung. Das kriegen wir also mit dem Abreißen dieser ganzen Soße, kriegen wir das schon hin. Jetzt schaue ich noch einmal mit euch zusammen auf die Planeten von denen hier. Emrakwo, denn die sind Humoroi, die werden wir ja jetzt doch, sind auch unerwünschte, stimmt, verflixt. Also die Sintomoroi sind ja auch Maschinenwesen gewesen, richtig? Auch ein Schwarmbewusstsein, ja. Na gut, dann haben wir die Schwarmbewusstseinsmenschen hier, Viecher, jetzt erstmal alle beseitigt und ich werde hier noch haufenweise Kram abreißen. Minus 18, flüchtige Teilchen, exotische Gase, da müssen wir echt drauf achten, aber das wird auch hier verbraucht werden von dem ganzen Kram. Also, ich werde mal ein bisschen abreißen und wir sehen uns morgen wieder. Ja. Das ist die traurige Arbeit nach einem Krieg, alles kaputt zu machen, was man noch nicht kaputt gekriegt hat. Gut, morgen sehen wir uns wieder, dann geht's weiter mit Wiederaufbau. Bis dahin, macht's gut.